Capriccio zu Recht, Technik und Kultur. Hand aufs Herz. Wer weiß, was ein Capriccio ist? Das ist ein Begriff der Kunsttheorie. Und dort bezeichnet das Capriccio ein Stück des fantasievollen, kreativen Eigensinns. Eine literarische Form, die vielleicht ein wenig wirre, aber doch spielerische Überschreitung akademischer Normen, ohne die Norm dann wieder als solche außer Kraft zu setzen. Welcher Begriff passt da also besser für das sicherlich etwas lockerer und leichter gemeinte Nachmittagsprogramm als dieser? Und wer jetzt von Ihnen Carpaccio gelesen hat, der braucht gar nicht verschämt in sich zu gehen, kann ich sagen. Indra, die Kollegin, hat das auch getan in der Schnelle des Überfliegens der E-Mails. Denn so soll es in der Tat ja auch gemeint sein. Etwas luftig, dünn aufgeschnittenes von dreierlei. So können Sie es verstehen, jedenfalls nicht ganz akademisch gemeint. Und einer klassischen Dramaturgie entsprechend will ich Ihnen das gerne im Dreischritt, da wir ja Historisches feiern, von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft vorbringen, darbieten, anrichten sozusagen. Und ich will das tun im Sinne einer Parallelführung von Geschichte und Aufgaben des ZR einerseits und den gesellschaftspolitischen Anliegen, den kulturellen Anliegen, den technischen Anliegen, die sich hinter Informationsrecht, Informationswirtschaft und Informationstechnik verbergen. So, das wäre die Titelfolie gewesen, die man eins früher hätte einblenden würden. Und ich komme zuerst zu einer Art Ausweitung dessen, was Michael Bartsch uns schon angedeutet hat, nämlich dort, wo die Schriftlichkeit dann einsetzt. Was war das Ziel der Gründung des ZR und der Institutionalisierung des Rechts an der KIT, damals der Universität? Nun, wir haben ja gehört, einen Lehrstuhl gab es schon länger. Es gab übrigens auch die Rechtslehre schon relativ früh nach Gründung dieser Polytechnischen Lehranstalt, wie sie zunächst hieß, im 19. Jahrhundert, denn die Implementierung von Technik hatte schon immer etwas mit Verträgen zu tun, also brauchte man das Recht von Anbeginn an. Aber die Idee, die neu war in mythischen Zeiten vor 15, 17, 18 Jahren, war eben, dass es mehr sein solle an dieser Uni als der eine sonst an technischen Universitäten übliche juristische Lehrstuhl. Mehr als der eine Lehrstuhl aus den genannten Gründen, aber auch weniger als eine juristische Fakultät. Eine juristische Fakultät, diesen Weg ist Dresden etwa gegangen nach der Wende, hat es aber aus finanziellen Gründen und auch aus Gründen der Zahlen der ausgebildeten Juristen, wir bilden nämlich insgesamt viel zu viele Juristen aus, mehr als der Markt verträgt, dann letztlich nicht durchhalten können. Auch dort ist man im Grunde auf so etwas Ähnliches wie das, was wir haben, zurückgegangen, wobei man doch den Schwerpunkt etwas mehr noch auf die Lehre legt. Hier am KIT ging es, auch das wurde bereits erwähnt, im Wesentlichen um das neue Studienfach, um den neuen Studiengang der Informationswirtschaft. Den sollte das ZAR begleiten. Recht für Technik und Technik für Recht, so der Spruch oder das Leitmotto, das dem ZAR beigegeben wurde. Und diese Folie kennen alle, die sich schon einmal in Veranstaltungen rund um die Informationswirtschaft herum gedrückt haben. Das berühmte Informationswirtschaftsdreieck, mit dem man das Zusammenwirken der drei Disziplinen gut nachvollziehen kann. Wir haben vom Studienaufbau her es nicht ganz gleichgewichtig, es ist also 40, 40, 20, das Recht also mit etwas weniger dabei. Aber was ist der Witz? Nun, der Witz ist darin, dass man jeweils, wenn man zwei dieser Disziplinen paart, zu bestimmten interdisziplinären Fragestellungen kommt und idealiter kommt man dann in der Mitte zu einer Tridisziplinarität. Und der Gedanke, der vor allen Dingen Professor Nagel seinerzeit wissenschaftstheoretisch prononciert hat, war eigentlich, dass sich möglicherweise die Informationswirtschaft aus den Teilgebieten zusammensetzt und zu einer eigenständigen neuen Wissenschaftsdisziplin entwickelt, mit eigenem Forschungsgegenstand, mit eigener Forschungsagenda und mit ihr ureigener Forschungsmethode. In etwa so, das war das damals gängige Beispiel, wie sich die Thermodynamik ja auch aus dem physikalischen und dem chemischen Studium der Dampfmaschine abgeleitet hat, oder, lieber Herr Vollmer, wie natürlich die Informatik selbst aus völlig disparaten Disziplinen hervorgegangen ist, aus der Mathematik etwa, aus der Physik, der Elektrotechnik oder, wenn Sie es etwas abstrakter wollen, aus dem Zusammengehen von Struktur- und Ingenieurwissenschaften. Sind wir hier vorangekommen? Nun, ich glaube, hier wollen wir mal auch aus Festanlassgründen nicht wirklich übertreiben. Ich glaube noch nicht, dass wir bei dem inneren Dreieck angelangt sind im Sinne einer
echten, eigenständigen Entwicklung. Das hat mehrere Gründe. Einer der Gründe war, dass natürlich die Dotcom-Blase, für die die Absolventen dieses Studiengangs zunächst einmal gedacht waren, just um die Zeit platzte, 2000, als der Studiengang langsam begann, Fahrt aufzunehmen. Zur gleichen Zeit wurde die Hochschulfinanzierung zurückgefahren in Erwartung der sinkenden Studierendenzahlen. Alles Dinge, die nicht förderlich waren, dass dieser neue Studiengang sich richtig hätte institutionalisieren können mit anderen Universitäten, die genau dieses Karlsruher Modell aufnehmen, mit institutionellen Wissenschaftsvereinigungen, mit eigenen Zeitschriften und so weiter. Es stellte sich aber auch heraus, dass die Fragestellungen, die in diesem Dreieck aufgeworfen waren, dass die einfach viel zu umfangreich waren, als dass man Zeit hätte verschwenden können, am Anfang der Tätigkeit sich mit der Theorie einer neuen Wissenschaftsdisziplin zu befassen. Vielleicht müssen wir noch einmal etwas warten, noch mal 10, 20 Jahre ins Land gehen lassen, liebe Indra. Vielleicht kommen wir ja dann durch die weitergehende Beschäftigung mit der Sache zu größeren wissenschaftlichen Strukturbeziehungen. Im Vordergrund stehen die freilich nicht, denn zu Beginn stand der von Herrn Lockemann im Eröffnungssymposium unseres ZAR vor 13, 14 Jahren geäußerte und durchaus etwas frisch und fröhlich formulierte Satz. Ich darf Sie zitieren, lieber Lockemann. Wir haben natürlich, haben Sie gesagt, mit der technischen Entwicklung begonnen und uns um Rechtsfragen zunächst gar nicht gekümmert. Das war der Ausgangspunkt und diese Lücke musste natürlich dann gefüllt werden. Das ist aber nicht unbedingt eine Besonderheit nun der Techniker, denn zum damaligen Zeitpunkt kursierte ganz generell, Stichwort Bedeutung des Rechts in der Informationsgesellschaft, die Metapher vom Internet als dem rechtsfreien Raum. Als gelte das Recht dort nicht, wo man es schlichtweg nicht durchsetzen kann. Das mag das Ideal einer regelfreien Zone sein, eine Art paradiesischer Urzustand, wobei die Leute, die das vielleicht heute immer noch hochhalten, natürlich bedenken müssen, ja, ist der schöne Satz, das Paradies entdecken und in es einzutreten, heißt bereits es zu zerstören. Also ein ontologischer Catch-22, da kommen wir letztlich nicht mehr raus. Und es ist völlig klar, die Triebkräfte, die jetzt die Informationsgesellschaft vorangetrieben haben, seien es die Kräfte des Marktes, der Industrie, aber auch das politische und das rechtspolitische Programm führten natürlich dazu, dass dieser zunächst rechtsfrei gefühlte Raum zunehmend mit Rechtsmaterie gefüllt wurde. Das Recht tritt hier ein mit den beiden ihm ureigensten Funktionen, die ich nochmal ganz grob umreißen will. Zum einen Ideale der Ermöglichung von Technologie und zum anderen Schutz vor Gefahren, die diese Technologie ermöglicht. Und wenn das zwei Pole zu sein scheinen, hat sich das Ganze inzwischen in den letzten 15 bis 20 Jahren bis in kleinste Verästelungen hinein ausdifferenziert. Wie verästelt, das soll Ihnen einmal diese Folie zeigen. Es ist die Deutsche Stiftung für Recht und Informatik, die für die diesjährige Herbstakademie einen Call for Papers herausgegeben hat. Und in diesem Call for Papers sind Themen genannt, eine Auswahl von Themen aus dem Gebiet, die relevant sind, in Betracht kommen. Und Sie sehen, wenn Sie überhaupt etwas sehen, weil das Kleingedruckte so kleingedruckt ist, welche Fülle überhaupt unterschiedlicher Gebiete es mittlerweile gibt, in denen rechtlich relevante Regelungen vorkommen. Über jedes dieser Themen könnte man mehrere Software-Patentschutz, wir haben schon ein ganztägiges Symposium über Software- und Patentschutz gehabt, Urheberrechtsschutz, gerade einen Kommentar mit 2000 Seiten veröffentlicht und so weiter und so fort. Sie sehen also, wie komplex die Wirklichkeit auch hier ist. Nicht nur Technik ist komplex, auch das Recht ist es. Zurück ganz kurz zum ZAR. Michael Bartsch hat es bereits gesagt, das A im ZAR war natürlich mal gedacht auf die Rechtsanwendung. Rechtsuntersuchen, wie Recht in der Wirklichkeit eigentlich angewandt wird, sei es cautelarius prudentiell durch die Anwaltschaft und durch die Verträge, sei es aber auch die Art und Weise, wie Gerichtsurteile zustande kommen, welche Bedeutung Urteile haben. Das sollte wohl, wenn ich es richtig verstanden habe, Ansatz sein. Nun, wir konnten nicht beides tun. Wir konnten nicht IT-Recht machen und uns um die Anwendungsfragen kümmern. Was wir allerdings tun konnten ist und was unweigerlich aufkam als Fragestellung war, dass im Rahmen der Beschäftigung mit dem IT-Recht und der IT-Technologie die Frage aufkam, was bedeutet eigentlich Rechtsdurchsetzung, was bedeutet rechtskonformes Verhalten in Zeiten des Internet, wo wir es mit massenhaften Transaktionen zu tun haben, die
automatisiert ablaufen, die nicht mehr einzeln abgewickelt werden können. Das verändert natürlich die Qualität von Gesetzgebung, Stichwort Gesetzgebung hinkt der Technik hinterher. Es verändert aber auch die Qualität von Rechtsentscheidung. Es ist nicht mehr nur der individuelle Einzelfall, der abgehandelt wird, sondern es wird auch noch das gesamte rechtliche Spektrum abgearbeitet. Es ist eher eine programmatische Findung. Also insofern haben wir hier durchaus uns an diese Ecke noch herangearbeitet. In letzter Zeit allerdings in Anknüpfung an neuere Traditionen empirischer Art in den USA haben wir mal uns gewagt auf jenes Gebiet und einfach mal auch statistische Erhebungen gemacht zur Frage der Rechtsetzung. Wen das interessiert, der kann das dann gerne im Zweifelsfall nachlesen. Also nochmal, Herr Juhling, Sie haben es bereits gesagt, wir sind inzwischen 40 Mitarbeiter für die zahlenverliebten IT-Leute. Als ich kam, gab es 2 Standalone, 386er und einen 486er. Wer weiß noch, was ein 486er ist? Das war sowas Tolles, das hatte nur der Chef. Allerdings stand es nicht so wirklich, das heißt, es stimmt gar nicht, es stand schon in Verbindung mit den 386ern im Sekretariatsvorzimmer, denn wir waren ja schließlich an der Fakultät, die seinerzeit die erste E-Mail in Deutschland empfangen hatte. Wenn auch nur, wie ich heute gelesen habe, in CC, aber immerhin. So, das bringt mich dazu, was tun wir eigentlich heute aktuell? Nun, abgesehen vom laufenden Betrieb, Informationswirtschaft, aber auch Lehrexport in andere Fakultäten und angestammte Forschungsbereiche, insbesondere Urheberrecht von meiner Seite, Datenschutz, Frau Spieker, finden sich auch Forschungsgruppen zum Patentrecht von Herrn Melullis, Governance, Risk and Compliance von Herrn Röhm ist neu dazu gekommen. Wir haben ein größeres Projekt zur Sicherheit, dazu demnächst mehr, nachfolgend mehr von Herrn Müller-Quade. Und wir haben insbesondere die Forschungsgruppe Neue Rechtsinformatik unter Leitung vom Herrn Dr. Oliver Rabe. Dort oben sitzt er. Ehe ich darauf eingehe, was diese Forschungsgruppe eigentlich, die Informatikforschungsgruppe, Rechtsinformatikforschungsgruppe in den Blick nimmt, will ich kurz noch, kurz etwas zur Steuerungsfunktion von Recht machen. Es ist immer die Frage, was will und was soll eigentlich Recht? Eine Frage, die in der Technik stellt, die natürlich kaum ein Jurist als Insider noch stellt, aber die Leute, die von außen einen Blick drauf werfen, stellen des Öfteren diesen Blick. Was will und was soll eigentlich Recht? Nun gibt es Theorien der Gerechtigkeit, es geht um die Auseinandersetzung von Interessenkonflikten, aber es steht doch, gerade wenn es darum gilt, die Zukunft zu bauen, Gefahren vorzubeugen, durchaus auch die verhaltenssteuernde Wirkung von Recht in Rede. Frage natürlich, kann Recht überhaupt steuern? Das ist schon fraglich, ob sich die Leute tatsächlich an Rechtssätzen orientieren. Das mag in risikobehafteten Tätigkeitsbereichen mehr der Fall sein als vielleicht im individuellen psychologischen Bereich. Es ist die Frage aber, hat das Recht ein eigenes Programm? Und hier würde ich in aller Bescheidenheit sagen, mein Verständnis von Recht wäre Steuerung ja, aber Steuerung weitgehend als Mittel zu rechtsfernen Zwecken. Nach meiner Vorstellung ist es im Wesentlichen eben in der Tat die Rechtspolitik, die die Vorgaben macht. Dazu bedient sie sich des Rechts zur Steuerung und nur in einem Kernbereich, nämlich im Wesentlichen den Grundrechten, abgesichert durch unser Bundesverfassungsgericht und seine Rechtsprechung, hat das Recht einen echten eigenen, die Juristen nennen das normativen Kern, ein normatives Anliegen, das als solches neben andere gesellschaftliche Triebkräfte tritt. In der Digitalisierung kommen wir dann natürlich ein gewissermaßen in ein neues Paradigma, denn die Grenzen dessen, was wir tun können, das waren früher die Grenzen, wurde begrenzt durch das, was wir tun dürfen, also durch die Sollensnormen, und zunehmend, so mein Empfinden, werden diese Grenzen des Könnens und mithin die Freiheitsgrenzen weniger durch den Gesetzgeber abgesteckt, als vielmehr durch den Technikgeber. Was ich mit einem Apple iPhone tun kann, nehme jetzt mal bewusst Apple und nicht immer das hier sonst übliche Microsoft, weil Apple noch später an anderer Stelle in meinem Vortrag eine Rolle spielt, was ich mit einem Apple iPhone tun kann, das hat Apple vorgelegt. Was in der Technik nicht drin ist, das kann ich nicht tun. Und nun kommt ein Punkt, Sie mögen sagen, das hatten wir doch schon. Diesen Raum kann ich nur durch diese Tür verlassen. Wer an diese Tür, an diese Stelle, wo keine Tür ist, hinausgehen will, der holt sich buchstäblich eine blutige Nase. Nur über Architektur wird in der Öffentlichkeit auch heute noch sehr viel gestritten.
wer den Kampf um die staatliche Kunsthalle Karlsruhe verfolgt oder etwa den Botanischen Garten, weiß, wovon wir reden. Nur um die Gestaltung der Technik, die unsere Freiheitsgrade genauso beeinträchtigt wie jene Tür oder definiert, ich will gar nicht sagen beeinträchtigt, weil das wäre schon negativ belegt, definiert wie diese Tür, da findet in der Regel keine öffentliche Diskussion statt oder allenfalls eine nachgelagerte durch die Nutzerakzeptanz im Markt. Und da können wir uns natürlich, lieber Herr Schneider, fragen, wie geht denn das einher mit dem grundsätzlichen Anspruch der Juristen und auch der Politologen, überhaupt der Gesellschaft, dass Kernentscheidungen für unser Zusammenleben doch eigentlich bitteschön im Wege des demokratischen Prozesses, der demokratischen Willensbildung ausgehandelt und entschieden werden solle. Lorenz Lessig, den wir bei dem Einführungskolloquium von unserer Informationswirtschaft als Gastredner hatten, hat das einmal auf die etwas prägnante, teilweise schief, aber immerhin einprägsame Formel gebracht, Code as Law. Es ist der Code, der uns die rechtlichen Vorgaben macht, nicht im Sinne der Sollensnorm, sondern im Sinne der Freiheits, vielleicht sagen wir gar nicht Beschränkungen, aber Freiheitsdefinitionen. Und das stellt für uns Juristen natürlich die Frage, wo bleibt denn da eigentlich das Normative? Und die Idee, die wir mit der Rechtsgruppe Rechtsinformatik haben, ist nun folgende, dass wir Informationsrecht nicht so verstehen, dass Juristen irgendeine mündliche Rede über die Technik führen, dass wir also versuchen, mit einem Text der Hardcore-Technik zu Leibe zu rücken, sondern dass wir versuchen, durch die Art der Gestaltung der technischen Maschine das normative Programm durch die Maschine selber umsetzen zu lassen. Also, so schön wie es im Titel des Buches von Oliver Rabe heißt, Recht ex machina, das Recht aus der Maschine. Und Sie alle sind Techniker genug, um zu wissen, dass das, was aus der Maschine herauskommt, zumindest in irgendeiner Weise mal in der Maschine implementiert sein muss. Das also die Idee und wir müssen gucken, wie weit wir hier kommen. Solche Ideen hat es freilich schon früher gegeben. Ganz am Anfang der Rechtsinformatik stand die Idee, Michael Bartschel kennt das viel besser als ich, vom Richterautomaten. Das stellte man sich so vor wie den Nürnberger Trichter. Irgendein kleines automatisiertes Kästchen, oben die Fakten rein, unten das Urteil heraus. Einziges Problem bei diesem an sich recht interessanten Bild, man versucht es zu realisieren mit einem Atari oder Commodore 64 und als Speichermedium nahm man Musikkassetten her. Und gleichzeitig machte man sich das Leben noch dadurch schwerer, dass man versuchte, den Paragraphen 242 StGB zu modellieren, würden wir heute sagen, nämlich den Diebstahlsparagraphen, der da heißt, wer eine fremde bewegliche Sache einem anderen in der Absicht wegnimmt, die Sache sich oder einem Dritten rechtwidrig zuzueignen, wird bla 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 bestraft. Verkompliziert wird das noch dadurch, dass der einfache Begriff der Wegnahme noch weiter aufgefächert wird in die dem Bruch Fremden und die Begründung eigenen Gewahrsams mit der ewig unaufgelöst bleibenden Frage, was ist eigentlich, wenn ich im Supermarkt die Flasche Wodka in meine Manteltasche stecke, innen oder außen, und dann mich auf den Weg zur Kasse begebe. Wenn ich sie dann doch noch auf das Band lege, hatte ich fremden Gewahrsam schon gebrochen oder hat mich einfach nur dann die Reue überkommen. Alles nicht so einfach. Später hat man dann Hoffnungen auf Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz gesetzt. Das war jene Zeit, wo man versuchte, den Computer nach den Mechanismen des Gehirns nachzubauen. Mit dem einzigen Schönheitsfehler, auf den Weizenbaum mal hingewiesen hat, dass wir zur selben Zeit die Mechanismen des Gehirns nach dem Computer erklärt haben, sodass wir uns in einem regelrechten Zirkelschluss befanden. Das alles ist es nicht, denn heute, lieber Oliver, ich habe mal ein Schaubild herausgegriffen, du wirst es wiedererkennen, sieht es zum Beispiel so aus. Man bedient sich der Methoden der objekthaften Modellierung des Semantik weg, Web, um auf diese Weise zu versuchen, Recht prozessierbar zu machen. Und Oliver versichert mir, dass man damit vorankommt. Die Idee ist also, dass was unter dem Stichwort Smarter Privacy abgehandelt wird, dass also die Devices, Neuhochdeutsch, selbst so smart sind, dass sie sich schon um ihre Privatsphäre tatsächlich zu kümmern vermögen. Wenn Sie an größere Systeme denken, Elektromobilität, Sie fahren mit Ihrem Auto an irgendeine geartete Steckdose heran, Sie wollen über diese Steckdose, vielleicht meine im Haushalt, vielleicht eine Induktionsschleife, die demnächst vor der Ampel eingebaut ist, Sie wollen dort Strom beziehen,
nicht irgendeinen Strom, sondern den Strom Ihres Anbieters, dann erahnen Sie schon, wie komplex die Schaltung hier sein muss. Es muss erst einmal festgestellt sein, wer Sie sind, dass Sie der sind, der Sie sind, dass der, der Sie sind, auch einen Vertrag mit dem Stromanbieter haben, von dem Sie behaupten, dass Sie einen hätten. Das muss durchgeschaltet werden und so weiter, bis am Schluss das Auto aufgeladen ist. Die Folie habe ich erspart, Oliver, weil dann bräuchten wir hier eine bessere Ausstattung mit 3 querliegenden Bildschirmen an. Das ging es, glaube ich, tatsächlich nicht hin. In diesem Zusammenhang spielen natürlich noch ganz andere Fragen eine Rolle. Beweisrecht etwa, Eichrecht, wusste gar nicht, dass Eichrecht in der Informatik eine Rolle spielen kann. Oder diese schöne ontologische Frage, was bedeutet eigentlich das Ablesen von Stromstandszählern, wenn die Daten permanent im System sind und permanent ausgelesen werden? Gibt es dann noch den Zeitpunkt des Auslesens? Oder wie müsste man hier umgehen? Also bis hin in solche Verästelungen geht das Ganze hinein. Und welche Problematik auch der Datenschutz dort hat, wir haben es bereits angesprochen, Prism und Tempora sind Fragen, die im Augenblick noch in der Luft schweben. Insgesamt geht es natürlich, und das ist auch ein interessanter Seiteneffekt, gerade von dieser Art der Modellierung, geht es nicht darum, die Informationsgesellschaft jetzt allein unter dem Petitum des Datenschutzes aufzuziehen und zu sagen, um Gottes Willen, wir haben ein Schutzanliegen und wie können wir das in die Technik hinein projizieren, sondern sogar umgekehrt davon auszugehen, Oliver, ich hoffe, ich referiere dich hier richtig, dass wir letztlich um Geolocation-basierte Infrastruktursysteme nicht herumkommen. Und wenn das unser Ausgangspunkt ist, dann müssen wir gucken, wie wir bei diesem Ausgangspunkt einen sinnvollen Datenschutz zustande bringen. So, Sie sehen also, dass hier ausschnittweise mal Technik modelliert wird. Und insofern hat sich der Satz, den Klaus Kinkel ebenfalls beim Eröffnungssymposium mal postuliert hat, wir merken schon, Politiker haben immer die knackigeren, langanhaltenderen Sätze als ganz richtig. Er sagte nämlich, die Berührungsängste zwischen Juristen und neuen Technologien waren zunächst groß, das hat sich inzwischen aber geändert. Oder wie wir es einmal schön visualisiert hatten, das ist das, worum wir uns hier kümmern. Und wir haben entsprechend reagiert, lieber Herr Juling, Sie haben es bereits angenannt, die unverhofft durch den Weggang des Kollegen Sester frei gewordene Professur, die zunächst noch für Handels- und Gesellschaftsrecht war, die haben wir in der Tat umgewidmet in eine Professur für Rechtsinformatik. Die Ausschreibung läuft und wir hoffen, dass wir damit diesem Teil der Forschung tatsächlich zu einer erheblichen Aufwertung verhelfen. So, das bringt mich zu meinem dritten Teil Recht und Technik 3 auf dem Weg zum ITZ, dem Institut für Technik Zukünfte. Und hier muss ich ein wenig ausholen, damit man versteht, was es damit auf sich hat. Und ich will beginnen mit dem sogenannten Impact on Society als Schlagwort und als Forschungsrichtung am KIT. Und wenn jetzt hier das Ganze vielleicht ein wenig KIT-kritisch herüberkommt, Herr Juling, ich hoffe, Sie sehen es mir nicht nach. Es soll anregen, soll verstehen machen, wo wir angefangen haben und wo wir jetzt stehen. Lassen Sie mich dazu mit einer Anekdote beginnen, obwohl Indra Spieker sofort einwerfen würde, dass alle Anekdoten unter dem sogenannten Story Bias leiden. Das heißt, gerade weil Sie nur einen Einzelfall herausgreifen, sind Sie natürlich nicht repräsentativ für die Wirklichkeit. Weil Sie aber im Einzelfall anknüpfen, sind Sie so gut merkbar. Und deswegen will ich Ihnen das vortragen. Allerdings muss ich gucken, Datenschutz, duly anonymized, sozusagen ein führendes Mitglied dieser Universität, habe ich es einmal genannt, äußerte sich einmal zu Sinn und Zweck der Akzeptanzforschung wie folgt. Ich zitiere nicht, ich zitiere aus meinem Gedächtnis. Es müsse bei der Akzeptanzforschung darum gehen, dass Missverständnisse, wie sie die Nutzung der Atomkraft und auch von E10, Benzin, behindert bzw. verhindert habe, bei der Einführung neuer Technologien, Stichwort Nano, Stromstraßen, Fracking und so weiter, vermieden werden. Kurz gesagt, Akzeptanzforschung habe die Aufgabe zu verhindern, dass es ein weiteres Stuttgart 21 gebe. So, das ist natürlich, das leuchtet jedem Geisteswissenschaftler sofort ein, erheblich zu kurz gedacht. Die Bedeutung von gesellschaftlicher Akzeptanz kann sich nicht darin erschöpfen, dass die Gesellschaft gefälligst schluckt, was die Naturwissenschaftler für möglich und die Techniker für machbar halten. Warum erwähne ich diese Anekdote? Und ich erwähne sie deswegen, weil wir einmal sehen können, was es mit dem Impact on Society auf sich hatte. Und hier haben wir ein schönes Bild, was aus dem Zukunftskonzept 1 für die Bewerbung der ersten Exzellenzinitiative stand. Und hier stand dick und fett Impact on Society in der Tat in der Mitte.
Es stand in der Mitte, auf das sollten sich alle Traditionen beziehen. Allerdings, wenn wir das zeitlich weiterverfolgen, wo ist jetzt die Mitte? Im nächsten Schaubild gibt es schon keine Mitte. Impact on Society ist ganz nach links oben gerückt. Und wenn Sie genauer hinschauen, so werden Sie feststellen, dass sich von dem ganzen Feld oder Bereich, wie es damals hieß, ich weiß gar nicht mehr genau, nur ein Unterpunkt, nämlich Interaction of Science and Technology with Society, mit dem Thema Impact on Society noch befasst. Und interessanterweise gibt es hier noch eine Abweichung der deutschen und der englischen Fassung. Im Deutschen heißt es nämlich, wenn ich es recht im Kopf habe, Interaktion von Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft, also Zwischenbeziehungen zwischen all diesen dreien, jeweils auch in Paaren und zusammen, während hier sofort eine Frontstellung konstruiert wird, Science and Technology auf der einen Seite und die böse, in Klammern Gesellschaft, auf der anderen Seite. Die Gutachter hatten das dann allerdings tatsächlich in ihrem Gutachten angemahnt, dass man hier doch die ganze Bedeutung der Technik in der Gesellschaft mehr in den Vordergrund stellen solle. Und auf diese Weise ist dann in der Tat, hat man reagiert und man hat den Schwerpunkt Mensch und Technik gegründet, der im Rahmen eines Schwerpunktes diese Forschung auffangen sollte. Einziges Problem oder sagen wir mal vielleicht Schieflage wäre das falsche Wort, von den knapp 6000 Beschäftigten in Lehre und Forschung am KIT haben sich nur rund 400 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen für dieses Thema interessiert. Das heißt, weniger als ein Zehntel der Leute geben es als ihr hauptsächliches, vorrangiges oder auch zweitrangiges Interesse an, die gesellschaftlichen Folgen, ich interpretiere jetzt einmal etwas pointiert, die gesellschaftlichen Folgen ihres Tuns mit in den Blick zu nehmen. Das ist natürlich verwunderlich, zumal wenn man sich die Geschichte des KIT bzw. der Universität anguckt, denn es war ja in der Tat Redenbacher gewesen, der Mitte des 19. Jahrhunderts sich vehement dafür eingesetzt hat, dass, wie es so schön hieß, das Ingenieurstudium humanistisch grundiert wird. Also schon damals die Vorstellung, dass ohne humanistisches Verständnis, was ja runtergebrochen nur heißt, ohne ein Verständnis vom Bild des Menschen auch eine Technik, ein Ingenieurstudium unvollständig bliebe. Und bekanntermaßen hat das Ganze dann 1859 zur Errichtung eines Lehrstuhls für Geschichte und Literatur und 1868 eines Lehrstuhls für Kunstgeschichte geführt, eben dem Kern der heutigen Geistes- und sozialwissenschaftlichen Fakultät. Im 19. Jahrhundert ist dann, insofern ist das, was im KIT passiert hat, gar nicht jetzt KIT-typisch, ist das, was im 19. Jahrhundert noch ganzheitlich betrachtet wurde, dann in der Tat auseinandergefallen und vor allen Dingen in die viel zitierte angloamerikanische, aber auch bei uns in Teilen rezipierte Frontstellung der sogenannten zwei Kulturen, auf die C.P. Snow hingewiesen hat, aufgebrochen, nämlich Naturwissenschaften auf der einen und Geisteswissenschaften auf der anderen. Und auch wenn in der Wissenschaftstheorie diese strikte Zweiteilung inzwischen als überholt gilt, so lässt sich doch eine gewisse Lagerspaltung zwischen Naturwissenschaft und Technik auf der einen und Gesellschaftswissenschaften auf der anderen, zu denen ja auch das Recht gehört, beobachten. Wir haben es zu tun mit Technikgläubigkeit versus Technikphobie, mit Ingenieurmäßigem gegenüber Schöngeistigem, mit Utilitarismus gegen Ästhetik. Und lassen Sie mich diesen Gegensatz nochmal ganz überspitzt auf zwei Punkte bringen. Einmal für die Naturwissenschaftler, einmal für die Techniker. Ein Hardcore-Naturwissenschaftler ist immer der Auffassung, dass die Welt existiert, egal welche Rede wir kleinen Menschen über die Welt führen. Wäre die Menschheit nicht da, das Universum würde trotzdem existieren. Das hat etwas Sympathisches, auch Demütiges an sich. Es neigt nicht dazu, den Menschen zu überschätzen. Die Geisteswissenschaftler, die Radikalen, ganz andersherum, sie sagen, die Welt mag ja existieren, aber wenn wir Menschen uns nicht über sie verständigen, dann ist das völlig witzlos und irrelevant. Dann gibt es die Welt nicht, wenn es uns nicht gibt. Es gibt die Welt nur durch uns, das heißt, radikal gesprochen, die Welt ist nur ein sprachliches Konstrukt. Und auf den Punkt gebracht hat das Bruno Latour, der französische Medienforscher, indem er zu dem Zeitpunkt, wo man vermutete, meinte entdeckt zu haben, dass der ägyptische Pharao Ramses II. An Tuberkulose gestorben sei. Er sagte, das könne schon deswegen nicht sein, weil der Tuberkuloseerreger erst 1882 von Robert Koch entdeckt worden sei. Was zu der schönen Dinge, zur schönen Frage führt, wo sind sie eigentlich, die Dinge, ehe sie denn entdeckt werden? Und wenn Sie der radikalen Sprachtheorie, die letztlich natürlich auch auf Wittgenstein zurückgeht, folgen, dann sind sie eben nicht da. Sie sind
zwar da im Sinne vielleicht eines ontologischen Sinnes, aber sie sind nicht da im Sinne der Bedeutung. Die Tuberkulosekrankheit zu Zeiten Ramses II. War etwas völlig anderes. Die Leute sind mit ihr vermutlich völlig anders umgegangen als das, was wir kennen. Jene Assoziation, die dann in Thomas Manns Zauberberg sozusagen die Apotheose der Lungenkrankheit erfahren hat, all das war Ramses II. Natürlich völlig unbekannt. Das gab es nicht. Und wenn Sie mich jetzt fragen, was war die Krankheit? Dann ist die Frage, ja, was ist sie denn? Ist sie Thomas Manns Zauberberg mit dem Crayon und allem Möglichen drumherum? Oder ist sie das, was Ramses vielleicht draus gemacht hat? Worauf ich hinaus will, ist, dass auch Hardcore-Tatsachen für den Menschen erst im Wege der Kommunikation, also eben der einverständlichen Rede über die Sache, an Bedeutung gewinnen und dass die Bedeutung mindestens genauso wichtig ist wie die soziale Tatsache. Ob Sie dann jetzt daraus schließen wollen, dass Tatsachen reine soziale Konstrukte sind und oder soziale Konstrukte mit einem Wesentlichkeitskern, das sei dahingestellt, aber auf jeden Fall kommt es auf den Zusammenhang von Sein und Bedeutung an. Und dieser Zusammenhang von Sein und Bedeutung wird meines Erachtens wunderbar verklammert durch Impact on Society. Eine Technik, die zwar funktioniert, aber die nicht in der Gesellschaft angewandt wird, ist eben dann keine brauchbare Technik. Und deswegen komme ich also zu den Technikern, wenn man es für Sie parallel führen wollte zu unseren schönen Bruno Latour und dem Tuberkelerreger, würde man sagen, unser Kollege Gutmann von der Geisteswissenschaftlichen Fakultät hat es mal so ausgedrückt, wenn nur noch Maschinen mit Maschinen interagieren, wenn wir also Technik pur haben, dann gibt es weder Bedeutung noch Sinn. Und wenn es keinen Sinn mehr gibt, ist das Ganze sinnlos. Und wenn etwas sinnlos ist, dann brauchen wir es vielleicht gar nicht erst zu tun. Also, es geht den Technikern, wer ein zu enges Technikverständnis hat, vornehmlich um das Funktionieren. Und wer nur guckt, ob etwas funktioniert, der braucht wiederum die Gesellschaft nicht, der braucht nicht den Nutzer. Ein Techniker ist häufig auch mit dem Prototyp zufrieden. Ob das Ganze dann angewandt wird, wie es benutzt wird, das ist eine andere Sache. Dem Benutzer hingegen, der mit der Technik auskommen muss, der muss sich mit der Technik wohlfühlen. Dem geht es, wenn wir mal bei den ganzen Kommunikationsgadgets bleiben, weil die etwas anschaulicher sind als Stromleitungen, dem geht es um Sinnlichkeit und um Spaß. Dem geht es um Erleben. Spaß nicht im negativen Sinne von Spaßkultur, sondern Spaß eher im Sinne des englischen Fun. Also des lockeren, leichten Umgangs mit sich und der Umgebung. Es geht auch um Identitäts- und Gruppenbildung. Das wird nirgends deutlicher als bei den Telefonen, den Smartphones und den Tablets. Communico ergo sum. Ich kommuniziere, also bin ich. Und das ist dann frei nach Marshall Lewin wirklich. The medium is the message. Es kommt nicht so sehr darauf an, wo wir noch alten Humboldtianer drauf gucken. Was haben Sie denn gesagt? Hi, bin jetzt in einer Vorlesung. Redner mal wieder langweilig, schlechtes Deutsch, inhaltlich unzutreffend, sondern es kommt darauf an, dass Sie im Jetzt, im Moment diese Message irgendwo in die Welt absetzen. Es gibt eine Company, die hat das verstanden. Ich weiß nicht, ob Sie in letzter Zeit die neueste Apple-Werbung gesehen haben. Oder fangen wir andersrum an. Samsung hat eine Pressekonferenz in die Welt gesetzt, dass sich die Manager in Korea getroffen haben, um eine neue Design Strategy 3.0 zu programmieren. Das heißt, im Klartext 2.0 hat nichts getaugt. Und wir müssen alles ganz anders machen. Apple, die neueste Anzeige. Moment, ich hoffe, jetzt kommt sie. Da ist sie. Sie können selbst lesen, was da steht. Brauchst sie nicht vorlesen. Das führt dann im Ergebnis, wir sind Ingenieure und Künstler, und wenn man es so sieht, wenn es auf das Design ankommt, sogar zu einer Umkehr der Reihenfolge von Design und Funktionalität. Und es heißt in der Tat, in der Werbeanzeige, die eine ganze Seite geht, am Schluss, ein so neues Design braucht Technologie, die erst erfunden werden muss. Das heißt, das Design wird sogar vor den Karren der Technologie gespannt. Mehr, glaube ich, kann man es, besser kann man es nicht auf den Punkt bringen, wie sehr die Akzeptanz und die Benutzbarkeit der technischen Systeme über die Güte und Qualität der technischen Systeme zugeht. Übrigens, an dieser Stelle kann ich sagen, wir Juristen sind viel moderner, als ich das gedacht hätte. Es hat mir nämlich beim Recherchieren für diesen kleinen Vortrag, bin ich auch auf unsere Markenrechtler gestoßen. Und wusste ich natürlich, dass in der Marken- und Werbebranche man schon sehr auf Lifestyle setzt und Ähnliches, aber die Juristen haben das in der Tat nachvollzogen. Und zwar gibt es eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, da ging es um den Schutz von selektiven Vertriebssystemen für Luxusparfums. Und die Luxusparfumhersteller sehen sich dem Problem ausgesetzt, dass ein Teil ihrer Ware auf den 1-Euro-Krabbeltischen landet und damit die schöne Exklusivität
Ihres Produkts flöten geht. Frage, kann man das Markenrecht in Stellung bringen, um diesem Problem zu begegnen? Und der Gerichtshof sagt, jawohl, das geht. Und um das zu begründen, sagen sie in der Tat den schönen Satz, eine Schädigung der luxuriösen Ausstrahlung kann geeignet sein, die Qualität der Waren selbst zu beeinträchtigen. Das heißt, der Ruf einer Ware ist Teil der Ware selbst, der Essenz der Ware. Das ist ein Spruch, der überrascht viele Juristen. Der überrascht sicherlich die Techniker, die meinen, dass natürlich erstmal die Ware das ist und wie es dann angesehen wird, sei eine andere Sache. So, also kommen wir zurück. Was bedeutet das jetzt für uns hier am KIT, für das ITZ? Nun, die Ausgangsfragen der Kantschen Philosophie, was kann ich wissen, was soll ich tun, was darf ich hoffen, sind Fragen, die zunächst mal nicht aus dem technischen Bereich kommen. Darauf findet Technik im Prinzip keine Antwort. Diese Fragen müssten aber beantwortet werden, wenn es um das Menschsein geht. Und an dieser Stelle setzt nun die Idee ein, dass man ein Institut für Technik Zukünfte gründet, das sich genau um dieses Zusammenwirken mehrerer Disziplinen an der Stelle von Sein und Bedeutung kümmert. Warum Technik Zukünfte? Nun, ich vermute mal deswegen, weil es, wenn ich es richtig verstanden habe, es nicht nur eine Technik Zukunft gibt, sondern weil es durchaus mehrere alternative, konkurrierende Entwürfe von Zukünften geben kann. Jedenfalls deutet das Wort Technik Zukünfte hier in der Tat, dass die Offenheit des Prozesses ein. Es muss also über das Funktionieren hinausgehen, es muss auch hinausgehen über solche Heilsversprechen der Industrie, denn die Industrie, das was Apple am Schluss von uns verlangt, auch das kommt erst weiter in der dritten Strophe dieses Lobliedes, ist, wir sollen die Technik und das Produkt lieben. Nun, Liebe war zunächst, dachte ich mir, eine Sache zwischen Menschen, das andere wäre Fetischismus. Handelt es sich hier also um eine Vermenschlichung der Maschine und eine Maschinisierung des Menschen? Das kann auch nicht das Richtige sein. Also rein dieser Botschaft können wir dann eben doch nicht folgen. Auch die Theorie alleine vermag es nicht zu richten. Die klassische Wirtschaftswissenschaft, volkswirtschaftliches Effizienzdenken etwa, sagt zwar etwas aus über mögliche Gewinne und Verluste und welchen Weg man einschlagen soll, aber es sagt nichts daraus aus, wie denn die erwirtschafteten Gewinne verteilt werden und die eingesparten Verlustbeträge weitergegeben werden sollen. Dem Recht, wir sagten es bereits, fehlt ebenfalls das innewohnende normative Programm, es sei denn das, was wir aus den Grundrechten im Wesentlichen ableiten. Und es ist ja nicht ohne Grund, dass wir den Datenschutz im Wesentlichen grundrechtlich fundieren und ihm damit ein starkes Fundament geben. Recht kann immerhin noch im Bereich des Zivilrechts durch die Ausbuchstabierung von Sorgfaltsmaßstäben, Verteilung von Haftungsrisiken Anreize setzen, dass die Technikentwicklung in die richtige Richtung geht. So jedenfalls hoffen wir als Juristen. Und in diesem Sinne hat unser guter Freund Grunwald tatsächlich mal den Versuch einer Programmatik dieses neuen Instituts für Technikzukünfte entworfen. Und wenn ich mal aus dem aktuellen Satzungsentwurf kurz zitieren darf, obwohl er noch nicht endgültig ist, im Augenblick gerade eine Diskussion über Sinn und Unsinn der Formulierung stattfindet. Dort heißt es also, Ziel ist die Entwicklung einer substanziellen Technik-Kulturwissenschaft sui generis, in der die klassischen Gräben zwischen den Two Cultures keine Relevanz mehr haben. In dieser Perspektive wird Technik nicht mehr als etwas der Kultur und der Gesellschaft Äußerliches gedacht, das irgendwie integriert werden muss. Stattdessen soll es darum gehen, moderne Gesellschaft und Kultur als grundlegend technische Zivilisationsformen zu beschreiben und besser zu verstehen. Und insofern sind wir dann an einer Entwicklung, die parallel ja auch in der Neugliederung der KIT-Landschaft angedacht ist. Es findet zumindest die Informatik ihren Platz wieder Seite an Seite mit den Gesellschaftswissenschaften. So, jetzt fehlt eine Folie dazwischen. Das macht nichts. Damit komme ich zum kurzen Schlussbemerkung, der in zwei Teilen, das eine, stimmen eigentlich meine Thesen und ich habe sie mal kurz ausgetestet. Ich habe eine befreundete Designerin befragt. Die hat nur abgewunken und hat gesagt, ach Herr Dreyer, das Thema Technik und Design ist doch schon lange durch, das diskutieren wir doch schon seit 30 Jahren. Ich habe gesagt, das kann ja sein bei Ihnen, aber vielleicht noch nicht bei uns. Und die Tatsache, dass die Rede woanders geführt wurde, heißt ja noch lange nicht, dass wir sie nicht vielleicht noch einmal und unter anderem Vorzeichen führen sollen. Zweite Gruppe, ich habe bei einem Treffen neulich sowohl Herrn Hippler als auch Herrn Wittig treffen können und habe Sie gefragt auf den
Tuberkelerreger, hat Herr Hebler hin nur gelacht. Hat aber dann gesagt, naja, aber seit Redenbacher. Herr Wittig, temperamentmäßig etwas vorsichtiger differenzieren, wies darauf hin, die Naturwissenschaftler seien dem lieben Gott auf der Spur, die Techniker immerhin machten, wohingegen die Juristen, sie vollzögen nur nach. Ich glaube, hier merkt man vielleicht, dass sie die Entwicklung des ZAR in den letzten Jahren nicht mehr aus ganz so großer Nähe hat verfolgen können. Am schönsten und am besten gefallen hat mir aber Frau Wittig, als ich nämlich meinen Satz nur angefangen hatte, da brach es aus heraus und sagte, Herr Dreyer, das Verhältnis von Technik und Gesellschaft, darüber habe ich mich mit meinem Mann doch die letzten 30 Jahre lang gestritten. Und dann muss ich sagen, wenn Streiten das kooperative Miteinander im Ringen um eine bessere Lösung, eine bessere Zukunft ist, dann sind wir hier genau aufgestellt, gut aufgestellt. Was bedeutet das für das ZAR? Nun, Herr Juhling hat es bereits angedeutet und man malt ja heutzutage gerne Kästchen. So also soll die neue Struktur des ZAR aussehen. Wir haben in der Mitte in der Tat als Backbone das Institut für Informations- und Wirtschaftsrecht, nach wie vor mit dem privaten Informationsrecht in meiner Gestalt, dann die umgewidmete und aufgewertete Rechtsinformatik, darunter öffentliches Informations- und Regulierungsrecht, das ist die Stelle und Nachfolge von Frau Spieker, und ganz drunter die Forschungsgruppe Patentrecht. Und jetzt freue ich mich ganz besonders, Herrn Wittig begrüßen zu dürfen, der gerade verpasst hat, dass ich ihn zitiert habe, nebst seiner Frau. Man wird ihm berichten, was ich gesagt habe. So, angegliedert werden soll dann im Rahmen des ITZ, und hier sehen Sie auch, das ITZ ist eine Struktur, die nicht mit dem ZAR identisch ist, die es auch nicht etwa ersetzt, sondern die sozusagen orthogonal dagegen Teile des ZAR mit umgreift, nämlich durch jene angedachte Professur oder angestrebte Professur Umweltrecht und die Professur Privates Technikrecht, daneben, aber dann außerhalb des ZAR, aber noch im ITZ, weitere ITZ-Professuren, und auf der anderen Seite über das FIZ, nicht zu verwechseln mit dem FZI, also im Forschungs- und Informationszentrum Karlsruhe, eine Professur im Materialgüterrecht an verteilten Systemen, die im Wesentlichen darauf abzielen soll, die neuen kommerziellen Vermarktungsformen von Big Data zu untersuchen. Und hier sind wir insgesamt dann, glaube ich, tatsächlich für die nächsten 15 Jahre mindestens gut aufgestellt.